Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Wir sind auf einem strangen Planeten. Da hinten fliegt irgendwas auf und ab. Ich würde gerne wissen, was das ist. Hier unten laufen irgendwelche Viecher. Da hinten war eben eine Schildkröte, eine riesengroße. Oh mein Gott, ey. Und wir müssen Klaus-Dieter, wo ist Klaus-Dieter hin? Ah, da ist Klaus-Dieter. Abliefern. Wieder bei sich zu Hause. In der Kolonie, wo er entführt worden ist. Aber er weiß nicht von wem. Schlecht. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn man das nicht weiß. Was seid ihr? Was seid ihr, kleine Krebsis? Hi. Na, aber auf. Na, hör auf. Hörst du auf? Schon gescannt? Okay. Egal. Da hinten ist noch was, was wir scannen können. Das haben wir schon. Hey. Ich wollte dich nicht umbringen. Aber wenn du dich so anstellst, tut's mir ja leid. Um dich. Das war noch fertig. Sehr schön. Wo ist das Fliege-T-Shirt-Ding hin? Was ist denn das da? Ein fetter Turm? Oder ist das ein Tier? Nee, das ist ein Turm, oder? Gibt's keine mehr von der? Hä? Sonst ist er doch immer. Oh nein. Ich muss da drauf drücken. Entschuldigung. Das ist die Mineralienöle. Öle? Die Mineralienöle? Okay. Darum ist es. Das sind zwei. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir bringen erstmal Klaus-Dieter hier zurück. Nach Hause. Bevor wir weiter hier erkunden gehen. Und ich glaube, wir bauen hier auf jeden Fall unseren Außenposten hin. Brauchen wir eine schöne Stelle. Da gucken wir doch gleich mal. Hier gibt's Chlor, okay. So, wir haben jetzt. Ach,
das Biom ist abgeschlossen. Also gibt es noch ein anderes Biom hier. Okay, gut zu wissen. Ah, das sind die Schildkröten, die wir von Weitem gesehen haben. Das sind keine Schildkröten. Das sind die Krabben, nur groß. Ihr seid friedlich. Friedlich, oder? Ja, scheint so. Aber, okay, ihr seid nicht friedlich. Ich will doch gar nicht von euch jetzt auf damit. Stimmt mit euch nicht. Brauche ich nicht Blatt. Auf damit. Wo ist das Trüllchen? Ich sehe ihn, wo ist sie? Ach da. Nachzügler. Du bist ja niedlich. Na du kleines, wie heißt du? Bärbel. Das ist nicht wirklich safe. Ach, wem gehört denn das hübsche Schiffchen hier? Sieht ja toll aus. Wo ist er denn? Du kannst total hüpfen. Ich habe so Hunger. Es gibt auf dem Planeten essbare Sachen, sind aber nicht zu empfehlen. Okay. Killman, er ist zurück. Himmel, Junge, was ist denn passiert? Ich war draußen. Da hat mir jemand einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Hat wie ein Medipack gerochen. Ich musste auf einem Stahlboden schlafen und... Wer hat ihm den Beutel übergezogen? Was? Warum sollten wir das tun? Und einen intakten Beutel vergeuden? Du redest wirres Zeug, Junge. Komm, wasch dich erstmal. Du riechst wie ein alter Schweißeranzug. Mr. Halftown, ich bin medizinisch ausgebildet und könnte... Halt dich bloß von ihm fern. Finde den Entführer und kümmere dich um ihn, klar? Mir egal, ob es einer von deinen Leuten oder von meinen oder ein beschissener Geist ist. Finde ihn. Natürlich. Wir geben unser Bestes, aber... Ich will keine Ausreden hören. Ich muss wissen, wer das war. Finde einfach den Entführer. Los! Danke. Danke. Verrückt, dass ich mich mal freue, hier zu sein. Es war wohl naiv von mir, eine harmonische Versöhnung zu erwarten. Aber du hast ihn sicher zurückgebracht. Das ist das Wichtigste. Hier, mit aufrichtigsten Dank. Aber jetzt haben wir eine ganz neue Spur. Wie stehen die Chancen, dass ich dich doch noch für unsere Entführersuche gewinne? Kannst du... Ich mit dir helfen, komm her. Lass die Credits sprudeln und ich mach alles, was du willst. Ich weiß nicht. Lass mich mal drüber nachdenken. Ja, los, komm. Dem Himmel sei Dank. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wohin wir dich schicken. Mr. Killman schien kaum Informationen zu haben, aber es gibt da ein oder zwei Dinge, die uns helfen könnten, den Entführer zu finden. Ja, was denn? Er sprach von einem Geruch. Er sagte irgendwas von Medipack. Der Ort hat einen Metallboden. Es war also ein Gebäude
und keine Höhle, wo sie ihn festhielten. Ich hatte nicht richtig aufgepasst, ja. Sei ehrlich zu mir. Könnte das jemand von der Zuflucht getan haben? Nein, er hat gesagt, das stimmt. Gebäude. Solche Einrichtungen gibt es in der Gegend nicht viele. Da frage ich mich doch. Es gab ein Gebäude, das wir als möglichen Ort für die Zuflucht im Auge hatten, nicht weit von hier. Ein alter Forschungsposten. Das scheint gut auf die Beschreibung des Entführerverstecks zu passen. Hier, die Koordinaten der Anlage. Mach dich auf den Weg und sieh dich dort um. Dankeschön, machen wir. Da hinten. Oh, na dann. Aber erstmal gehen wir ganz kurz zu Trüdchen hier. Ah ne, zu ihm. Hi. Oh, überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Das ist klar. Lego. Nur zu. So, sag ich mal hier, was gibt's denn Schönes? Ich finde das immer ganz cool, wenn man mal hier reingeht und dann einfach mal durchstöbert, was die so an Anbauteilen haben. Die haben nur die normalen. Ah, die haben aber die Cockpits und okay. Aber ich habe noch nicht, ich bin noch nicht gut genug. Das lohnt sich alles noch nicht. Ja, schade. Okay. Danke. Hast du ein Schiff im Angebot? Du findest sicher was, was dir gefällt. Wo hast du die gelagert, ist die Frage. Oh. Ja. Das ist mal ein Schiffchen. Das ist eigentlich sozusagen unsere zweite Ausbaustufe. Hübsch. Finde ich nicht schlecht. Ja. Das ist ein bisschen klein. Ach du Scheiße, das ist ja ein Panzer, ey. Da finde ich das Design eigentlich schon am besten mit. Aber brauche ich nicht. Danke, tschüss. Ah, hier sind Bundlesposten. Kann man dann wieder verkaufen. Sehr gut. Okay, dann wollen wir mal nach da hinten laufen. Was hast du vor? Muss ich verlaufen, okay. Meter, wollt ihr mich verarschen? Na gut. Wenn wir irgendwas Cooles auf dem Fußboden finden, dann das Wasser zu wissen. Das schon, ja, das haben wir schon. Wegen unserem Außenposten. Das wäre noch was. Ein Kellerassel. Aua. Stimmt mit dir nicht, Junge. Auf damit. Uns beiden nicht geholfen damit. Ja, Chlor. Hier kann ich keinen Außenposten bauen. Gucken, wo das geht. Hier ist Gas.
mich jetzt hier vielleicht nicht vor. Da ist wieder das komische Vieh. Aha. Na, jetzt könnte ich einen Außenposten bauen. Okay. Jetzt? Sie kämpft da mitten oder was? Hier ist auf jeden Fall irgendeine Energieversorgungsstation. Das nehme ich auf jeden Fall, dankeschön. Hi. Aua! Okay. Dann halt nicht. Weißt du? Was spawn ich jetzt? Wenn die Höhle entsprechend groß ist, sollten wir uns merken, welchen Weg wir gegangen sind. Wir wollen uns ja nicht verirren und irgendwo stranden. Ich muss mir merken, öfters speichern. Ich spiele dann mal schnell bis dahin wieder zurück. Bis gleich. So. Jetzt sind wir wieder da. Wo wir vorher waren. Bevor ich die dumme Scheiße gemacht habe. Für euch zur Info. Wenn man stirbt, verliert man allen Progress bis dahin. Auch das, was man schon geskinnt hat. Das vergisst es dann einfach wieder. Bleib hier. Oh, bleib hier. Oh, ich hab nicht so ein Skin. Okay, Junge, verpiss dich. Ah, da ist wieder die Truhe. Aber noch eine. Das ist natürlich das Schöne. Die Truhen sind ja random. Also ist da auch immer was anderes drin. Wo ist das hier hin? Da. Wärst du denn einfach liegen geblieben? Und nicht auf mich zugerannt. Du wolltest mich angreifen. Ich hab mich nur verteidigt. So, wer oder was ist hier?
Was gibt's hier oben Schönes? Ich guck nun mal. Wir müssen das Zeug ja mitnehmen, das darf ja nicht verkommen. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Gut, dann gehen wir mal unten rein. Hey. Klopf, klopf, wir sind da. Wer noch? Wie ist der hier rausgekommen? Wenn die Selbstschussanlagen sind. Gefunden! Erleide Schaden. Ich bin getroffen! Schaden registriert. Der wäre hier nie im Leben rausgekommen. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, erschrecken, du Affe. Ja, versuch's nur. Du hast keine Chance. Einer ein weniger. Level 36. Das stimmt mit denen nicht. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Wo ist es? Gib lieber auf. Ich. Katastrophale Schäden. Okay, was ist hier Phase? Irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier irgendwo ein Computer, den wir hacken können? Feiglinge. Irgendwas kommt schon wieder angelatscht. So, wir gucken, dass wir irgendwo eine Krümmstation finden. Wo wir rankommen. Ah, ne, okay. Gut, nicht. Das würde gehen und zwei abbrechen. Das passt. Oder? Ja, die sind nur auf einer Position. Dann den und den. Das und das. Lagercheckliste. Die folgenden Gegenstände sind Eigentum des Sicherheitsteams und dürfen unter keinen Umständen ohne Genehmigung genutzt werden. Alle Gegenstände sind vor der Benutzung zu prüfen und bis zum Ende des Tages zurückzubringen. Sturmgewehr, bla 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 bla, meldet euch. Ihr kleinen Schweine. Da kommt bestimmt gleich wieder angerannt. Das braucht ja keiner mehr. Die Messer können wir behalten.
wieder einer rum. Ich würde ihn gerne umprogrammieren, anstatt abzumurksen. Aber wo ist diese Kommstation dafür? Die habe ich gesehen. Ich würde sagen, ja. Du stirbst heute. Wieso kann ich den nicht benutzen, den scheiß Kompubo? Wo ist der hin? Nehme ich da auf jeden Fall gut Munition rum. Erhöhter Nahkampfschaden. Sehr schön. Dankeschön. Hier, wo ist der hin? Das ist ein Roboter. Wie kann man den aus den Augen verdienen? Dich töten. Mehr hast du nicht zu bieten? Der war gut. Es bleibt doch nicht da drin stehen, du Dumme. Was stimmt denn mit dir nicht? Das Menü der Woche. Du packst das. Ich verlasse den Planeten nächste Woche. Also musst du entspringen. Ich verlasse den Planeten nächste Woche, also musst du entspringen. Und dich um die Küche kümmern, solange ich unterwegs bin. Ich weiß, dass du es nicht gewohnt bist, Verantwortung zu übernehmen. Aber du kriegst das schon hin. Hier eine Beispielkarte, die du in der Woche anbieten könntest. Montag, vegetarische Po. Dienstag, natürliche Tacos. Natürliche Tacos, die sind mir am liebsten. Mittwoch, Kopfsalat. Okay. Und Donnerstag, ohne Fleisch. Und Freitag, Miso-Ramen. Vergiss nicht. Vegane Optionen für alle nicht-veganen Gerichte vorzubereiten und die Zutaten rechtzeitig zur Rehydrierung zu rehydrieren. Du schaffst es schon. Tschüssi. Ihr kleines Schweinchen. Ich habe Medbag bekommen. Geil. Echtes Medbag. Okay, was ist hier los? Wie gesagt, der wäre hier nie im Leben lebend rausgekommen. Das kannst du vollkommen vergessen. Die Viecher hätten den so kalt gemacht. Aber egal. Irgendwas stimmt hier nicht. Das wollte ich eigentlich nicht haben, aber egal. Turnbook to Tommy. Mhm.
Cyborgs. Aber die gibt's doch gar nicht. Das ist zumindest, hab ich noch keiner gesehen. Zellenschlüssel? Mal gut, sind Zellenschlüssel. Ist das ein Gefängnis hier? Hm. Ein Pempel. Out of order. Okay. Da ist auf jeden Fall. Der würde da passen. Der würde so passen. Und der so. Das da und das da. Hoffentlich gilt. Was? Denkt dir das, bevor wir entdeckt werden? Ach was, wir sind nur entdeckt werden. Wann willst du schon wieder entdeckt werden? Von wem denn überhaupt? Hier ist doch keiner außer die Robbys. Was denn du für einen Schiss hast? Ich dachte, du bist ein knallharter Troller. Gut. Aber wie es hier weitergeht, wer auf uns wartet, was wir noch so alles Schönes entdecken hier und ob wir unsere Base hier auf diesem Planeten zu bauen, all das und noch viel mehr in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und euch noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.